Buenas tardes a todos. Guten Tag miteinander. Bueno, es muy difícil para mí empezar esto, pero el día menos esperado por mí, sobre todo y mi familia, ha llegado. Y nada, estoy aquí para informarles que no voy a jugar más al fútbol. Mi carrera ha terminado y quería informárselo mediante esta conferencia de prensa. Es ist ein sehr schwieriger Tag, ein sehr unerwarteter Tag, auch für meine Familie. Es ist der Tag gekommen, wo ich Ihnen möchte mitteilen, dass ich aufhöre. Meine Karriere nimmt hier ein Ende ein. Las razones, seguro querrán saber, son... siento que ya, como siempre he dicho, que siempre quise estar 100% para ayudar a este equipo y a esta sociedad, este club que tanto quiero. Y no me siento el 100% con el fuego adentro de mi interior para poder ayudar a este equipo y a este club a ganar partidos, a dar vueltas situaciones, resultados. Es un año muy largo y siento que no tengo más esas ganas que tenía durante todo este tiempo. Zu den Gründen. Sie werden sicher wollen wissen, was der Hintergrund ist. Es ist sehr schwierig. Es ist ein Club, den ich liebe, den ich respektiere. Eine Stadt, die ich auch liebe. Ich fühle mich aber nicht mehr 100% in Topform. Nicht mehr in Topform, um den FCB weiterzubringen, wie ich es bisher gemacht habe. Es ist ein sehr langes Jahr und ich weiß, dass ich das nicht mehr schaffen würde. También aprovecho para disculparme porque hace unos meses atrás me comprometí con conseguir una temporada más y luego de firmar el contrato el proceso hasta el día de hoy fue muy duro para mí. Internamente luché hasta el día de hoy para buscar las ganas y no las encontré. Me parece también justo decir esto que siento, porque hay un nuevo entrenador que viene con muchísimas ganas, con mucha fuerza, y siento que en estas condiciones no lo puedo ayudar, así que por eso también decidí esto. Es ist mir auch ein Anliegen, mich an dieser Stelle zu entschuldigen. Weil ich vor ein paar Monaten meinen Vertrag um ein Jahr verlängert habe. Und darum war es umso mehr ein schwieriger Entscheid gewesen. Ich habe bis heute immer alles gegeben, aber ich fühle, dass ich das nicht mehr kann. Es ist auch umso wichtiger, weil wir einen neuen Trainer haben und ich aus diesem Grund auch möchte fair sein. Y también aprovecho para agradecer a todos los Fans, a toda la gente que durante todo este periodo me ayudó a superar momentos difíciles y a sentirme un gran jugador que pienso que no lo soy. Y también agradecerle ahora a Pipi, que lo tengo aquí al lado, que fue una de las personas que me trajo de vuelta cuando estaba en Abu Dhabi, y quiero agradecerle de corazón porque fueron los años más felices de mi vida. Ich möchte an dieser Stelle natürlich auch den tollen Fans danken und all diesen Leuten, die mir in dieser nicht immer einfachen Zeit beigestanden sind und mir immer wieder das Gefühl gegeben haben, dass ich ein super Spieler bin. Ich möchte auch Pippi danken an dieser Stelle. Er ist derjenige, der mich zurückgebracht hat, als ich damals in Abu Dhabi gesehen bin, und er hat mich auch hier geprägt. Vielen Dank. También quiero agradecerle a Bernhard Häusler, a Gege, a Jörg Heitz, que también hicieron posible que yo vuelva al primer
al primer nivel del fútbol a Europa y también es agradecimiento pleno a ellos porque me han ayudado muchísimo, sobre todo en los momentos malos y a toda su gente, su grupo que, bueno, tengo que nombrar a mucha gente y no voy a recordar todos los nombres, pero desde ya a la oficina, a toda la gente que trabaja para el Basel, que con cada mensaje, con cada palabra, con cada ayuda verbal que siempre tuvieron hacia mí, estoy como increíblemente agradecido, no tengo palabras para agradecerles tampoco. Ich möchte auch Bernhard Häusler und Gecke danken. Sie haben es ermöglicht, dass ich wieder auf höchstem Niveau in Europa konnte spielen. Natürlich möchte ich auch dem ganzen Team danken. Ich kann an dieser Stelle nicht alle Namen erwähnen, aber ich bin allen dankbar, die mir jeden Tag ein Wort gegeben haben und mich weitergebracht haben und mir geholfen haben. Ich bin überwältigt. Ich finde gar nicht die Worte. Ich bin einfach unendlich dankbar. Y para terminar, antes de que empiecen las preguntas, mi familia, que ellos estuvieron en todos los momentos, en cada segundo, ellos saben lo que es estar en casa, triste. Cosas que no demuestro cuando llego al vestuario, cuando estoy en una cancha. Ellos ven el verdadero Mati, me conocen como nadie. Y yo creo que también terminar así, feliz, contento por todo lo que logré, es gracias a ellos. Zum Abschluss, bevor dann die Fragen kommen, möchte ich an dieser Stelle auch meiner Familie danken, die immer da sind, wo der richtige Matti, nicht nur der Matti auf dem Feld kennen, der Matti daheim, dass sie mich den ganzen Weg begleitet haben und auch unter anderem ermöglicht haben, dass ich das bin, was ich bin. Es ist auch ein schöner Moment, so aufzuhören, weil ich glücklich bin. Vielen Dank. Oh, es ist sehr einfach jetzt gerade nach dem. Es ist nein, es gibt gar nicht genug Worte, um Matti zu danken, was er gemacht hat. Ich will zuerst auf den gestrigen Tag zu sprechen kommen, wo der Matti den Trainer und mich ins Büro gebeten hat und uns das mitteilt hat. Es war für mich ein Déjà-vu gewesen. Ich glaube, er hat mir aus dem Herzen gesprochen. Ich habe mich genau gleich gefühlt. Es ist ein Tag gekommen, wo ich so sicher war, dass ich meine Karriere muss beenden. Und wir haben in der Vergangenheit viel über das geredet, der Matthias und ich. Und auch, ob der Vertrag soll verlängern oder nicht. Ich habe ja den Vertrag damals auch verlängert und habe den ersten paar Monate später gemerkt, dass es einfach nicht mehr passt. Weil wir sind auch zwei Spieler, ich glaube, viel für den Verein gemacht haben, viel mit dem Verein erlebt haben und nicht einfach können unseren Vertrag aussitzen. Ich meine, es geht auch immer um sehr, sehr viel Geld, wo jetzt auch der Matti darüber verzichtet hat. Das ist nie ein Thema gewesen, sondern es ist wirklich von ihm der Tag gekommen, wo das absolut gestimmt hat. Und ich habe keine Sekunde versucht, ihn umzustimmen, weil ich habe es gespürt. Ich habe gewusst, er will aufhören und ich habe gesehen, wie erleichtert das er gewesen ist und wie glücklich. Und natürlich ist es hart, starker Tabak, weil wir verlieren unseren den Spieler, sondern wir verlieren einen Wunder. Er hat mir Wort, das ist mir noch wichtig, er hat mir gesagt, er will nicht zum Problem werden, zum Steifer ist. Und ich habe ihm gesagt, für mich bist du nie in diesen 6 Wochen irgendein Problem gewesen oder irgendein Stein, sondern du bist immer ein Teil von der Lösung gewesen. Und das wäre ja in den nächsten 10 bis 11 Monaten auch der Fall gewesen. Aber ich respektiere und akzeptiere deine Entscheidung, weil schlussendlich muss er auf sich selber hören. Wir haben jetzt sicher Fragen an Matti Delgado oder Marco Streller oder Raffi Vicky. Bitte nehmen das Mikrofon. Und Marcel Roh, Basler Zeitung. Ich
stelle die Frage auf Hochdeutsch, damit sie übersetzen kann für Matti. Wir haben noch zusammen gesprochen, auch in Grand-Montana, Matti. Wir Journalisten, die da waren, hatten das Gefühl, du bist so aufgeblüht, auch unter Raffi, du hast so viel Lebensfreude gezeigt, so viel Freude am Fußball, dass es uns jetzt hier im Moment sehr, sehr schwer fällt, zu glauben, dass du kein Feuer mehr hast. Das ist ja nur ein paar Tage her, Grand-Montana. Gab es da irgendwie eine fürchterliche Nacht oder gab es da einfach, war dieser Prozess schon so lange und jetzt ist das fast zum Überlaufen gekommen? Oder kannst du das noch ein bisschen erklären? Weil Grand-Montana ist noch nicht lange her. Que por eso es un poco una sorpresa para ellos, si pasó algo excepcional o si ha sido una decisión que ya has ido pensando de hace tiempo, si lo podrías explicar. Sí, seguro. Esto fue un proceso, no fue ayer, ni una semana atrás, ni un mes atrás, esto fue un proceso de muchos meses. Es muy difícil para un jugador de fútbol darse cuenta que no está al nivel de un equipo tan grande como este, y es muy difícil y trata de buscar soluciones por todos lados para seguir jugando y entrenando al nivel que corresponde. Cuando mi cansancio ya estaba en mí, el nuevo aire que trajo Rafa y su staff, intenté que sea también una motivación para mí, para tener nuevas ideas, para seguir creciendo como jugador y para seguir disfrutando. Amo el fútbol y me encanta jugarlo y lo voy a jugar siempre, pero otra cosa es ser responsable y saber las limitaciones de cada uno y ser honesto con sí mismo para saber cuándo hay que parar. Ja, das mache ich gern. Es war ein sehr langer Prozess gewesen. Nicht ein Tag, nicht ein paar Wochen. Das ist über Monate hinweggegangen. Es ist sehr schwierig, wenn man sich als Fußballer irgendwann mal eingestehen muss, dass man nicht mehr auf dem Niveau ist, wo man sein sollte und nicht mehr die erwartete Leistung kann erbringen kann. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich erschöpft bin. Ich habe zwar der Moment, wo Raffi und sein Team gekommen sind, als Gelegenheit genommen, als eine neue Chance für mich. Aber man muss auch selbstkritisch sein und sich können eingestehen, was man kann oder nicht. Und auch verantwortlich, was für eine Verantwortung man kann tragen. Ich liebe den Fußball. Ich werde Fußball immer lieben. Aber man muss können entscheiden, wenn der Moment da ist, zum Aufhören. Sebastian Lavallier, AZ. Ja, nochmal eine Frage an Matthias Delgado. Sie hören auf, jetzt gleich zu Beginn der Saison. Ihre Familie ist aber noch sehr stark hier in Basel verwurzelt. Wie geht es für Sie jetzt privat weiter? Was passiert jetzt mit... No tengo planes. Los planes eran para mayo del año que viene. Y ahora tuvimos que cambiar todo, ¿no? Ahora estamos, nada, todo esto es nuevo para la familia. Por ahí en un mes le puedo contestar la pregunta. Ich habe keinen Plan, ganz ehrlich. Der Plan war für nächsten Mai gewesen. Das heisst, wir müssen jetzt alles umstellen. Ich weiss noch nicht genau, wie es weitergeht. In einem Monat wahrscheinlich kann ich die Frage besser beantworten. Tengo que aclarar que, por supuesto, quedarnos en Basel a vivir es una opción que tenemos. Porque somos muy felices acá. Also ich würde gerne hinzufügen, dass in Basel zu bleiben durchaus eine Option ist, weil es eine Stadt ist, die wir alle extrem lieben. Che tal, amigo? Che tal?
sé traducir eso. Estoy seguro. Si me parece que es un poco demasiado. No sé si merezco todo este cariño. Y quiero decirle algo a los fans, ya que vinieron, que uno puede hacer goles, ganar títulos o, no sé, hacer un pase lindo o hacer un buen partido, pero no hay nada como salir de la cancha y o escuchar esa canción o que la gente te aplauda. Creo que es algo que a mí me hacía muy feliz y lo voy a extrañar muchísimo. Also ich weiß gar nicht, ob ich das alles verdiene. Ich bin total überwältigt. Und ich danke euch von Herzen. Es ist wichtig, dass ihr wisst, nebst dem, dass man als Fußballer Goal schießt, Titel gewinnt, erfolgreich ist, es gibt kein schöneres Gefühl als Feld verloren und so begrüßt werden wie von euch. Das ist das Allerschönste und dafür danke ich euch unendlich.